Wenn du dich selbstständig machst, vollkommen unabhängig davon, ob deine Tätigkeit freiberuflich ist oder gewerblich tätig ist und auch unabhängig davon, welche Rechtsform du gründest, dann wirst du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen müssen. Mit diesem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung registrierst du deine Selbstständigkeit beim Finanzamt und bekommst dann quasi als Antwort vom Finanzamt deine Steuernummer. Und diese Steuernummer brauchst du, um sie auf deine Rechnungen zu schreiben. Deswegen ist dieser Fragebogen für ganz, ganz viele Gründer der entscheidende Blocker überhaupt. Und natürlich stellt sich da die Frage, wie füllt man eigentlich diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus? Früher hat man das tatsächlich so auf Papier gemacht. Da hatte man so Papierformulare, Dokumente und die konnte man dann einfach per Stift ausfüllen und dann im Briefumschlag packen und an das Finanzamt schicken. Das geht jetzt seit einer Weile so nicht mehr. Du kannst ihn aber noch direkt im Finanzamt-Interface quasi ausfüllen. Und das Online-Finanzamt ist Elster Online. Und da kannst du ja eine ganze Reihe an Behördengängen, zumindest in Bezug auf das Finanzamt, erledigen. Und dazu gehört natürlich auch das Ausfüllen des Fragebogens zur steuerlichen Erfassung. Der erste Vorteil von Elster Online ist, das Ganze ist kostenlos. Das heißt, da musst du kein Geld bezahlen. Generell ist Elster Online komplett kostenlos und du kannst dann da die Funktionen ja einfach auswählen. Das heißt, du wählst den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, du kannst ihn dann ausfüllen und dann direkt in Elster Online ja an das Finanzamt übermitteln. Außerdem hat Elster Online wahnsinnig viele Funktionen. Also du kannst nicht nur als Einzelunternehmen, also als Gewerbetreibender oder Freiberufler diesen Fragebogen ausfüllen, sondern auch zum Beispiel als GbR oder UG oder GmbH. Und du hast in Elster Online natürlich noch eine ganze breite Palette an Formularen und Dingen, die du da machen kannst. Und natürlich ist das ein Vorteil, gerade dann, wenn dein Geschäftsmodell vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn du grenzüberschreitende Leistungen hast, wenn du mehrere Niederlassungen hast, wenn du ein Unternehmen gekauft hast oder in der Nachfolge irgendwie übernommen hast, dann ist deine Gründung wahrscheinlich ein bisschen komplexer als so dieses ganz normale, ich mach mich mal selbstständig. Und dann kann es tatsächlich sein, dass Elster Online für dich auch die beste Plattform ist, einfach weil du da die meisten Informationen angeben kannst. Der große Nachteil an Elster Online ist einfach, die Usability ist Katastrophe. Also es ist einfach wahnsinnig unübersichtlich, sich da zurechtzufinden und die Hilfetexte sind ehrlicherweise nicht so besonders hilfreich. Also da gibt es zwar Texte, die die einzelnen Felder erklären, aber um diese Erklärungen zu verstehen, braucht man trotzdem gefühlt ein Jurastudium. Und deswegen muss man sagen, vor Elster Online sitzen ganz, ganz viele Gründer mehr oder weniger verzweifelt und wissen überhaupt gar nicht, was sie da eintragen sollen. Deswegen gibt es natürlich auch auf diesem Kanal Tutorials, wie du diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in Elster ausfüllst. Schau gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei, da verlinke ich dir das Video. Was ich auch gebaut habe, ist ElsterGPT. ElsterGPT ist ein GPT in ChatGPT, das ist kostenlos und das erklärt dir Elster Online einfach ein bisschen einfacher. Da kannst du einfach die einzelnen Felder eintragen, auch in Bezug auf den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und er erklärt dir dann die Felder ein bisschen einfacher, sodass das auch ein Normalsterblicher verstehen kann. Außerdem hat Elster Online noch einen ganz zentralen Nachteil, wenn du es mit deiner Gründung und deiner Steuernummer sehr eilig hast, du aber noch keinen Elster Online Zugang hast. Denn du brauchst erstmal Zugang zu diesem Elster Online Portal, um dann da überhaupt Dinge machen zu können. Und allein die Registrierung bei Elster Online kann bis zu 2 Wochen dauern. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie du dich registrieren kannst, aber die Identifikation, dass du wirklich du bist, passiert tatsächlich durch einen Brief. Das heißt, du registrierst dich bei Elster Online und dann bekommst du, zumindest in den meisten Einstellungen, dann erstmal einen Brief nach Hause geschickt und das kann bis zu 14 Tage dauern und mit diesem Brief kannst du dich dann final bei Elster Online anmelden und dann hast du zum Beispiel eine Zertifikatsdatei und dann kannst du anfangen, ja, deine Formulare in Elster Online auszufüllen. Und wenn du es jetzt eilig hast, weil du dringend Rechnung schreiben musst, dann ist es natürlich super ärgerlich, dich erstmal jetzt in 14 Tagen bei Elster Online zu registrieren, um dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen, um dann nochmal zu warten, bis das Finanzamt diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung verarbeitet und ja, bearbeitet und dir deine Steuernummer gibt und dir diese Steuernummer dann wieder per Post zukommen lässt. Das ist also ein relativ langer Prozess, bevor du überhaupt erst anfangen kannst, Rechnungen zu schreiben. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Nachteil. Und deswegen möchte ich dir hier in diesem Video auch noch 2 Alternativen vorstellen. Und zwar ist meine erste Alternative Wieso Steuer. Du kannst bei Wieso Steuer nicht nur ganz normal deine Einkommensteuer oder Umsatzsteuer oder Gewerbesteuer machen, sondern tatsächlich auch den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen. Und auch da ist der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung komplett kostenlos und die
ich würde mal sagen, die Bedienbarkeit, die Usability, die Erklärungen sind beim VISO-Steuer alle sehr viel einfacher. Das heißt, da versteht man dann tatsächlich auch, was man da eintragen muss. Und in gewisser Weise hat das Formular bei VISO-Steuer eine innere Logik. Das heißt, wenn du bestimmte Dinge ausschließt, weil du zum Beispiel ein Unternehmen nicht gekauft hast, dann klickst du das genau einmal an und wirst nicht mit 6 Feldern gerade zu diesem Thema nochmal konfrontiert. Und das führt natürlich dazu, dass das Ganze auch einfacher zu bedienen ist und ja, intuitiver auszufüllen. Übrigens habe ich auch für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in VISO Steuer ein Tutorial gedreht. Auch dieses Video verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Ein Kernproblem hat VISO Steuer allerdings nicht gelöst. Und zwar brauchst du, um deinen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung auszufüllen und ans Finanzamt zu übermitteln, brauchst du eine Zertifikatsdatei von Elster. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Du kannst tatsächlich auch deinen Elster Online-Zugang verwenden, den du vorher zum Beispiel in einem Job verwendet hast. Also du musst nicht für deine Selbstständigkeit und dein Angestelltenverhältnis 2 separate Elster Online-Zugänge haben. Und das dritte Tool, mit dem du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen kannst, ist ja der Fragebogen von Accountable. Accountable ist eine Software, die sich spezialisiert hat auf Freiberufler und Selbstständige. Vor allem diejenigen, die ja jetzt kein großes Unternehmen haben, sondern die das Ganze ja relativ übersichtlich haben, aber dann so wenig wie möglich mit dem ganzen Thema Steuern und Buchhaltung zu tun haben wollen. Und da ist Accountable eine fantastische Lösung. Und genau für diese Gruppe hat Accountable auch eine Lösung gebaut, wie du den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen kannst. Und natürlich ist der super intuitiv. Da werden tatsächlich gar nicht alle Fragen gestellt, die theoretisch im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung gestellt werden, weil Accountable eine ganz klare Zielgruppe hat. Also kleine Unternehmen, kleine Freiberufler, keine komplexen Unternehmen mit mehreren Niederlassungen, keine Nachfolge und so weiter. Das heißt, all diese Dinge kannst du in Accountable nicht machen. Das heißt, Accountable an sich, also der Fragebogen bei Accountable, der hat weniger Funktionen, um es mal so zu sagen. Aber für diejenigen, die einfach nur ihre eigene Freiberuflichkeit oder ihr eigenes kleines Unternehmen gründen wollen, für die ist Accountable tatsächlich die beste Lösung. Die Fragen sind sehr, sehr einfach gestellt. Es gibt gut verständliche Hilfen und Hinweise, wie man diesen Fragebogen ausfüllt. Und ganz, ganz spannend, man braucht keine eigene Zertifikatsdatei. Das heißt, Accountable sendet das quasi über die eigene Zertifikatsdatei. Das bedeutet, du musst dich nirgendwo vorher registrieren. Du kannst einfach auf die Webseite von Accountable gehen. Einen Link dazu findest du auch unten in der Videobeschreibung. Füllst diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus, drückst auf Absenden und erledigt. Und deswegen würde ich sagen, Accountable ist gerade für diese kleinen Selbstständigen, die einfach sich mal selbstständig machen wollen, für die ist Accountable eine fantastische Lösung. Für alle anderen, die vielleicht auch eine bisschen komplexere, größere Gründung vorhaben, die können sich mal mit VISO Steuer beschäftigen oder sonst halt einfach Elster Online und Elster GPT hilft euch mit Sicherheit gerne weiter. Und ich helfe euch übrigens auch jetzt hier gerne weiter. Wenn du jetzt dazu nämlich eine Frage hast, dann kannst du deine Frage einfach unten in den Kommentarbereich schreiben. Und dann helfe ich dir da einfach weiter. Und wenn du generell Tipps, Hilfen und so weiter brauchst, also Buchhaltungsprogramm, Bankkonto, Steuerberater und so weiter, dann findest du all meine Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Schau da gerne mal vorbei. Oder ich verlinke sie dir am besten auch noch einmal hier. Und du kannst jetzt natürlich auch noch mal direkt erstmal ein paar andere Videos anschauen. Zum Beispiel meine Tutorials zum Fragebogen zur steuerlichen Erfassung in Elster, VISO oder Accountable. Zum Beispiel hier oder hier.